Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Sherlock Holmes The Devil's Daughter. In der letzten Folge haben wir mehr schlecht als recht unser Archiv hier durchsucht und festgestellt, was das für ein Wappen ist, was unser guter kleiner Freund abgezeichnet hat. Und haben dann festgestellt, dass wir uns aufmachen müssen zu einer neuen Adresse, um mal mit diesen Typen zu reden. Und das werden wir jetzt auch tun. Und ich werde euch nicht sagen, welche Adresse das ist, weil ich sie selber gar nicht mehr kenne. Ach ja, das sind so Sachen, die ich von jetzt auf gleich wieder vergesse. So, Marshs Haus dürfte das sein. Boah, ich kann nicht mehr reden. Holmes, wegen Caitlin. Ja? Sie ist groß geworden. Glauben Sie nicht, dass es Zeit wird, ihr zu erzählen? Ihr was zu erzählen, Watson? Nun, von Ihrem Vater. Nein, das kommt nicht in Frage. Hören Sie. Holmes, Sie waren verantwortlich für seinen Tod. Sie müssen ihr die Wahrheit sagen. Sie ist alt genug dafür. Ich würde sie verlieren. Verstehen Sie nicht? Sie darf es niemals erfahren, Watson, klar? Holmes. Das darf und wird nicht passieren. Okay. Kommen Sie herein. Na, das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Guten Tag, Gentlemen. Seien Sie willkommen. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Lord Marsh. Mein Name ist Sherlock Holmes. Und dies hier ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Schauen wir uns den Typ nochmal an. Der ist ja ganz offensichtlich ziemlich kränklich. Er fühlt sich nicht gut. Schlafmangel. Puh. Also von Schlafmangel kriege ich keine geröteten Augen. Deswegen, er fühlt sich nicht gut. Warum auch immer, weiß man ja nicht. Zumindest noch nicht. Okay, ich gehe nach rechts und er geht nach links. Aber okay. Kein Thema. Goldener Ring, wohlhabend. Okay. Decke. Er ist krank, er verheimlicht etwas. Naja, gut, kann natürlich auch sein, dass er etwas verheimlicht. Vielleicht hat er ein Holzbein oder so, ne? Aber ich tippe mal drauf, dass er krank ist. Tee. Der Tee ist wohl nicht so interessant. Tabletten. Okay, starke Schmerzmittel. Was dann natürlich auch wieder darauf hindeutet, dass er krank ist. Notizbuch. Lord Marshalls persönlicher Assistent oder Kochrezept. Keine Ahnung, was da steht. Lord Mar... Irgendwas remind... Was weiß ich was. Auf jeden Fall persönlicher Assistent. Okay, die Brille scheint ihn jetzt nicht so zu interessieren. Mitglied eines Jagdclubs. Okay. Stethoskop. Ach, er ist ein Arzt. Okay. War das jetzt alles? Analyse bestätigen. Ja, machen wir mal. Ich habe keine Ahnung. Also, Ruben Fischer ist ein 25 Jahre junger Mann und dennoch bereits ein selbstbewusster Arzt. Woher weiß der, dass er 25 ist? Er ist ausgebildet, wohlgesittet und Mitglied eines Jagdclubs. Seine Kleidung lässt darauf schließen, dass er wohlhabend ist. Ruben Fischer ist nicht nur Arzt, sondern auch der persönliche Assistent von Lord Marsh. So, Lord Marsh ist ein wohlhabender Mann, der in der Gesellschaft sehr angesehen ist. Das erkennt man an seiner teuren Kleidung und an seinem wertvollen Goldring. Er hat sein Leben der Unterstützung der Armen verschrieben. Er ist krank, weswegen er in eine Decke gewickelt ist, obwohl es im Zimmer recht warm ist. Ja. Ich hoffe, wir stören Sie nicht bei Ihrem Gespräch mit Ihrem Arzt. Ja, das ist Dr. Ruben Fischer. Aber nein, ich freue mich sogar über Ihren Besuch, Mr. Holmes. Schön zu hören. Ich möchte den Patienten ganz bestimmt nicht aufregen. Lord Marsh, ich muss sagen, dass ich Ihre Hilfe für die armen Menschen in London sehr bewundere. Ja, wir führen einen erbitterten Kampf auf den Straßen. Und jetzt auch noch von hier aus.
Sie haben bestimmt die Pakete dort bemerkt, voller Hilfsmittel, Kleider und Bücher für die Armen. Sehr vorbildlich. Auch ich versuche mit meinen bescheidenen Mitteln den Bedürftigen da draußen zu helfen. Vielleicht könnte ich Sie unterstützen. Warum nicht? Immerhin habe ich ja bereits die wertvolle Unterstützung durch Dr. Fischer, der zugleich mein Leibarzt ist. Interessant. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, Doktor. Seltsamerweise erinnert es mich an Whitechapel. Nicht schlecht, Sie haben recht. Ich besuche ab und an einige Wirtshäuser dort. Man glaubt es kaum. Aber ich bin kein Trinker. Ja, aber dort Sie kann alle. Ich als Arbeiter verkleidet andere normale Leute fragen, ob sie an besonderen Jobs interessiert sind. Besondere Jobs? Was genau meinen Sie denn damit? Als Lord Marsh 1889 sein Sonderausbildungsprogramm startete, sah er bereits voraus, dass bedürftige Menschen irgendwie beschäftigt werden müssten. Also bieten wir ihnen, ob mit oder ohne Ausbildung, die Möglichkeit für Lord Marsh zu arbeiten. So helfen die weniger gesegneten London zu einem besseren Ort zu machen. Fantastisch. In der Tat. Um richtig sehen zu können, braucht man eine Vision, ja? Aber auch Erkenntnis. Davon ist Lord Marsh von Kindesbeinen an überzeugt. Bei Dr. Fischer hört sich das alles so romantisch an. Beenden wir das Thema. Verzeihen Sie, Lord Marsh, aber Sie sehen sehr blass aus. Kann Dr. Watson vielleicht helfen? Das ist nett von Ihnen, aber ich denke, dass ich Lord Marsh die Behandlung zukommen lassen kann, die er braucht. Wie lange geht das schon so, mein Lord? Mir geht es gut, keine Sorge. Nur eine Grippe. In ein paar Tagen geht es mir wieder besser. Ich kann es schon spüren. Wenn dem so ist, warum nehmen Sie dann starke Schmerzmittel? Wie kommen Sie denn darauf? Mr. Holmes meint die Tabletten dort auf Ihrem Tisch. Das ist eine Sache zwischen Arzt und Patient. Okay, warum soll ich jetzt Tab drücken? Statten Sie ihm einen Besuch ab. Da bin ich quasi noch bei. Dr. Ruben Fischer hat zugegeben, dass er sich verkleidet, um den Armen und Bedürftigen in London Arbeit anzubieten. Okay. Auf dem Tisch von Lord Marsh steht eine geöffnete Packung starker Schmerzmittel. Ja, das hatten wir ja eben schon. Englisches Wappen, das hatten wir auch alles schon. Okay. Lord Marsh glaubt, dass er all diesen armen Menschen helfen kann. Kann man hier irgendwas mit unserer tollen Sicht feststellen? Anscheinend jetzt gerade nicht. Danke, dass Sie sich für mein Werk interessieren. Sie sind der Erste, der uns helfen will. Ja, gerne doch, gerne doch. Lord Marsh hilft sogar Krankenhäusern. Okay. Ich habe gelernt, ne? Ich schaue jetzt zwischendurch immer mal wieder mit dem Ein Hilfspaket für die Bedürftigen in Whitechapel. Aha, Moment. Da war gerade was mit Siegel. Dokumentensiegel. Kann ich so nicht nehmen, aber kann ich jetzt irgendwie auch nicht... Ja, jetzt. Sehr geehrter Lord Marsh, das hier ist die Liste der ausgewählten Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm für Oktober. Das Ganze sieht sehr vielversprechend aus. Patrick Tanner und so weiter und so fort. Kann man das auch... John Strobridge, ich kenne diesen Namen. Und zwar von einem vermissten Plakat. Entschuldigung, ich wollte es eigentlich nur umdrehen. Hallo? Our Quarterman Club to celebrate your horseback riding, exploration and hunting. Okay. Letztes Jahr schlossen drei Waisen dank Lord Marsh ihre Arztausbildung ab. Dank Lord Marsh und dem Sonderausbildungsprogramm bekommen viele arme Menschen eine zweite Chance in ihrem Leben. Na, ich traue dem ganzen Braten nicht so. Okay, ich schätze, wir können hier erstmal rausgehen, oder? Ja, es ist aber nicht abgeschlossen, komischerweise.
Das ist nicht abgeschlossen. Wieso ist das nicht abgeschlossen? Lord Marsh, auf der Jagd mit Freunden. Ah, meine werten Kameraden, Lord Collins und Lord Harrington. Wenn ich nicht so malat wäre, würde ich jetzt in diesem Augenblick bei diesen Halunken sein. Alles zu seiner Zeit, Milord. Ah, jetzt dürfte es aber grün sein. Ich kann es nicht ganz überblicken. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viele Menschen Ihnen ihr Leben verdanken? Sie machen mich ganz verlegen. Aber ja, diese Menschen sind fast wie eine Familie für mich. Eine ziemlich große Familie, würde ich sagen. Ha, ja, die Liste wäre länger als Ihre Kurzgeschichten. Wie lang genau? Nun, Dr. Fischer ist für die Aufzeichnungen verantwortlich. Können wir einen Blick darauf werfen? Ich fürchte, das ist unmöglich. Die Liste ist vertraulich. Ich lege größten Wert darauf, Mr. Holmes. Ich verstehe. Nun, wir werden Ihrem Ausbildungsprogramm auf jeden Fall eine Spende zukommen lassen. Nun müssen wir aber los. Ich danke Ihnen beiden und wünsche Ihnen viel Glück, meine Herren. Vielen Dank, Mr. Holmes. So, so. Vertraulich, aha. Also ihn besuchen. Lord Marsh gibt einen großen Teil seines Vermögens für die Armenhilfe aus. Ich habe noch nie so viele Hilfspakete für Arme gesehen. Vor allem nicht im Haus eines Lords. Das Sonderausbildungsprogramm ist wirklich interessant. Ja. Wobei ich nicht glaube, dass das hier alles so mit rechten Dingen vor sich geht. Humanitäre Hilfe für ein Waisenhaus. Hilfe für Bedürftige im Lambeth Armenhaus. Es ist äußerst ehrenhaft, sein ganzes Leben der Hilfe für Arme zu widmen. Säcke voller Essen. Ich glaube, das war kein Salat. Abgeschlossen. Ja, Sauerei, wir befinden uns hier in einem fremden Haus und da ist einfach abgeschlossen. Was soll das denn? Kann ich da jetzt durch oder nicht? Anscheinend nicht. Hoch können wir auch nicht, das haben sie ja extra zugebaut. Ja, Sauerei, ich glaube, die haben uns schon erwartet. Na gut. Keine Ahnung, wo ich hin möchte. Erfragen, Sonderausbildungsprogramm. Es könnte sein, dass George Hurst gegenüber seinem Sohn Tom etwas gesagt hat. Ach so, okay, dann müssten wir jetzt zu den Jungen fahren. Moment, was ist das? Mr. Holmes, gibt es etwas Neues über meinen Vater? Tom, nur die Ruhe. Ich habe eine Frage. Erinnerst du dich daran, dass dein Vater je ein Sonderausbildungsprogramm erwähnte? Ein Ausbildungsprogramm? Nein. Er sprach nur von einem besonderen Job. Was ist das für eine Kiste? Oh, die habe ich gefunden, Mr. Holmes. Sie war echt gut versteckt. Keine Ahnung warum. Gut gemacht, Junge. Die könnte uns von Nutzen sein. Ein Schlüssel. Okay. Ein Jagdamulett, so wie es aussieht. Je suis pressed. Wolfshase. Sieht wie ein Armeeabzeichen aus. Okay, ich hätte jetzt Jagdabzeichen gesagt, aber danke. Damit säubert man ein Gewehr. Oh. Okay. Damit können auch Waffen geölt werden. Tom, hat dein Vater ein Gewehr? Nein. Wenn doch, hätte er es mir bestimmt gezeigt. Ich bin mir sicher, das hätte er nicht. Ich muss dieses Gewehr finden. Okay. Bitte finden Sie meinen Vater. Ja. Ich muss erstmal das Gewehr finden, bevor ich deinen Vater finden kann. Das Essen wird wohl knapp. George Hurst ist bereits seit 3 Wochen verschwunden. Eimer. Moment. Öl. Wieso kann ich das nicht nehmen? Jetzt. Mit diesem Tuch hier wurde eine Waffe geölt. Tom, hat dein Vater irgendwo weiteren Besitz? Nein. Glaube ich jedenfalls nicht. Ich muss Toby holen. Er wird am Öl schnüffeln und dann das Gewehr finden. Oh, okay, machen wir das. Wir holen den Hund. Toby!
Ja, das habe ich ja alles gemacht. Moment, nee, das war hier drin. Ist ein bisschen blöd, dass man immer so lange laufen muss, um dann irgendwo hinzureisen. Baker Street. So, wo ist denn meine gute Schnüffelnase? Komm, Tobi. Los, Tobi. Jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Komm mit. Watson? Ich würde gerne Lord Marsh sehen. Sein Gesundheitszustand bereitet mir große Sorge. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Soll ich vielleicht vorher nochmal mit dir sprechen, oder? Ich würde gerne Lord... Okay, soll ich nicht. Gut, Tobi, anscheinend habe ich dich irgendwo in meiner Tasche versteckt oder so. Ich kann dich nicht sehen, aber ich weiß, du bist da, weil dein Icon unten rechts ist immer noch bei mir. Dann laufen wir jetzt mal schnell zur Kutsche und lassen uns nochmal... Ich dachte gerade, das ist der Rattenfänger von Hamlin hier. Wo müssen wir jetzt hin? Da müssen wir hin. Such, Toby. Such. Ach, bin ich jetzt der Hund oder was? Oh Gott. Oh, ich bin ein Hund, der Türen aufmachen kann. Immerhin, ne? Sherlock, kommst du nicht mit? Gut, dann gehe ich halt alleine. Macht ja bestimmt nichts aus, wenn ein Hund ohne Halsband und so weiter einfach mal durch die Gegend läuft. Ich hoffe, uns erwischt jetzt hier kein Hundefänger oder sowas. Gab es sowas damals schon? Doch, ich sehe noch so eine leise Spur. Sich hier bellen? Das ist doch eine Spur. Oder führt die jetzt wieder weg? Hä? Die geht nach links und nach rechts. Okay. Guten Tag, ist hier jemand? Okay, jetzt wissen wir auch, wofür der Schlüssel ist. Dieser Keller wird als Lager genutzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt so gut ist, wenn ich mich jetzt hier umsehe. Ein Haufen Abfall. Nur ein paar alte Dinge. Ja. Nein, nicht hier. Ein gewöhnlicher Lagerraum. Aber mit einer Schnapsbrennerei im Nebenraum, so wie sich das anhörte? Nur Abfall. Ein Bild von Tom. Mal sehen, ob wir die Tür aufbekommen. Oha. Okay. Nein, ich wollte... Okay. Ja gut, ich kann ja anscheinend jetzt nicht einfach so aufhören, so wie es aussieht, weil der ansonsten irgendwas beenden will. Ich weiß jetzt nicht genau was. Deswegen würde ich mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen
Und ich befürchte nämlich, dass es noch etwas länger dauern wird, bis wir das dann hier verstanden haben. Und dass wir dann dem Rätsel des Raumes hier in der nächsten Folge hoffentlich zumindest auf die Schliche kommen werden. Also wenn ich mir das Ding so ansehe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe es überhaupt nicht, was man hier machen muss. Aber gut, wir werden es auf jeden Fall probieren. Bis zur nächsten Folge. Ciao.